Du siehst gut aus. Ein bisschen heruntergekommen, aber gut. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser Film in dieser Woche, Solo, A Star Wars Story. Ich hätte einen Job, du Wahnsinnsgangster. Ich stelle eine Crew zusammen. Ich bin Fahrer und ein Flieger. Ich habe lange auf so eine Chance gewartet. 2012 hat das Walt Disney Unternehmen an George Lucas rund 4 Milliarden Dollar bezahlt für die Gesamtrechte an dessen Star Wars Imperium. Jetzt bemüht sich das Disney Management, diese gewaltige Kaufsumme durch neue Produktionen wieder reinzuholen. Aber eben nicht nur durch reguläre Star Wars Neufilme, sondern auch über zusätzliche Seitengeschichten. Wie hier, mit dem Themenmotto, wie war denn das eigentlich mit Han Solo als Jugendlicher? Wenn du mit uns kommst, wirst du dieses Leben für immer führen. Vielleicht schnallst du dich besser an, Baby. Natürlich mit an seiner Seite Fellwookie Chewbacca. Was denkst du? Ach, was hast du denn schon? Han Solo, der draufgängerische, populäre Weltraum-Cowboy-Pilot aus insgesamt 4 Star Wars-Movies. Zuletzt 2015 mit dem Abschied in Das Erwachen der Macht. Verkörpert und ewig verbunden mit der Figur von Harrison Ford. Haltet sie auf! Schneidet sie ab! Ein Bübchen namens Alden Ehrenreich mimt heuer Han Solo Junior. Und das ist das Missgeschick des Films, denn der Typ ist furchtbar blass, ungelenk, fade, geradezu ungeeignet, ohne Ausstrahlung, Reiz, Präsenz, ein fataler Casting-Irrtum. Dazu kommt, dass sich hier zunächst die Regisseure Phil Lord und Chris Miller ein halbes Jahr drehmäßig abgemüht haben, bevor sie von der Disney-Produzentin Kathleen Kennedy rausgeschmissen wurden und der Oldie Ron Howard die Spielleitung übernahm und vieles schnell neu drehte. Diese Uneinheitlichkeit ist merkbar. Eine ganze Stunde von den 135 Filmminuten wird gelabert, nach den Nebenfiguren gesucht. Passiert wenig. Dann erst kommt endlich Actionbewegung ins dauermusikplärrende Spiel. Da kommen sie! Ich gebe dir mal einen Tipp. Rechne damit, dass dich jeder betrügt. Und dann wirst du niemals enttäuscht sein. Ich habe da ein ganz großartiges Gefühl. Ich nicht. Worum es geht? Das Übliche. Gekloppe, Schießgebaren, um Geld, Macht, Ruhm oder um dem Liebchen zu imponieren. Die heißt hier Emilia Clarke alias Kira und agiert wie eine niedliche Pferdeschwanz-Tanzmaus aus Grease. Während sich in den Nebenparts mit Woody Harrelson, Donald Glover und Paul Bettany weitaus stärkere Figuren zeigen als dieser darstellerisch harmlose Han Solo-Schwächling Alden Ehrenreich. Seit wann kannst du denn fliegen? 190 Jahre alt? Hast dich gut gehalten. Voller Energie. Ach Quatsch, nix Energie. 2 Pönis für diesen matten Sidekick von Star Wars. Eine banale Solo-Story. Weitere neue Kinofilme in dieser Woche sind In den Gängen von Thomas Stuber, der völlige Filmgegensatz. Eine Love Story in einem Leipziger Großmarkt. Behutsam, sensibel, berührend, atmosphärisch. Mit dem deutschen Film-Superstar derzeit Franz Rogowski. Seelengefühlskino vom Allerfeinsten. 4,5 Pönis. The Happy Prince von und mit dem überragenden britischen Schauspieler Rupert Everett. In einem Biopic über die letzten Jahre des exzentrischen, schwulen, britischen Künstlergenies Oscar Wilde. 4 Pönis. Euphoria. Schwache Filmsuppe über 2 Schwestern, die sich nach Jahren wieder begegnen und einiges auf- bzw. abzuarbeiten haben. Dümmlich. 1 Pöni. Ausführliche Textkritiken zu diesen, wie aber auch zu über 4230 weiteren Filmen, stehen auf meiner Webseite www.pönack.de. Und über diese Webseite kann man auch meinen wöchentlichen privaten Newsletter abonnieren. In der nächsten Woche bekommen wir es mit einem der besten Neu-Western seit langem zu tun. Titel Feinde, Hostiles mit Christian Bale. Lasst euch überraschen. Gute Grüße.